Ich bin die Marie-Sophie und ich bin seit 2018 im Jugendparlament Schulberg. Ich bin Jana, ich bin seit 2015 im Jugendparlament und bin diese Amtszeit Jugendbürgermeisterin von Schulberg geworden. Das Jugendparlament vertritt die Stimmen der Jugendlichen in der Gemeinde. Wir treffen uns jeden Monat im Rathaus in Schulberg. Wir gehen auf Demos. Für die Zukunft stehen wir hier. 5, 6, 7, 8. Kohlekraft wird das gemacht. Kohlekraft wird das gemacht. 9 und 10. 9 und 10. Der Widerstand muss weitergehen. Der Widerstand muss weitergehen. Wir treffen auf Politiker. Als erste Frage, die wir Ihnen stellen möchten, ist Ihre Meinung zu Fridays for Future. Haben Sie davon mitbekommen? Ich habe davon mitbekommen und ich finde es natürlich grundsätzlich sehr gut, dass sich da die Jugendlichen engagieren. Ich fand aber auch die Idee nicht schlecht, dass man das unter anderem auch in der Masse auf Zeiten nach der Schulzeit verlegt. Da bin ich vielleicht ein wenig konservativ, aber ich denke, der Anstoß war schon richtig. Dann, wie lange wird es ungefähr dauern, bis das neue System kommt? So schnell als möglich. Ich denke mal, wir sprechen jetzt von einem Zeitraum von maximal 3 Monaten. Und heute haben wir zum Beispiel eine Abendparty im alten Jugendzentrum. Das war's ganz laut. Was soll ich denn mal sagen? Die Maske. Okay, fertig.